Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Erste Till, kennen wir ja, der Vlogger von Till und sein Vlog. Und ich bin der Sashi. Und wir reden heute über den 15. November. Quasi heute. Und am 15. November haben wir wieder ein Geburtstagskind, das ganz berühmt ist. Ja, haben wir, aber warte. Achso, ja. Ernste Haltung. Ernste Haltung. Es war der Graf Schenk von Stauffenberg. Kennst du? Ah, ja, ja, der das Attentat auf Hitler verübt hat. Richtig. Also, aber gescheitert ist. Ja, er ist gescheitert. Der da. Genau, Augenklappe. Ja. Ja, der hätte heute Geburtstag. Wann ist er geboren? In welchem Jahr? Geboren wurde er 1907. 1907. Am 15. November 1907. Gestorben ist er 1944. Am 20. Juli. Standrechtlich. So. Am 15. November, wir können die Haltung beibehalten. Okay, wir behalten sie bei. Am 15. November 1923 ist die Mark, die damalige, durch die Inflation völlig entwertet worden und wurde durch die Rentenmark, später Reichsmark, abgelöst. Die Rentenmark wurde mit einer Billion Mark gleichgesetzt. Jetzt kommst du. Hast du noch was Ernstes oder willst du die Haltung aufheben mittlerweile? Wir können sie jetzt, glaube ich, aufheben, denn jetzt kommt der Fakt des Tages. Ja, der Fakt des Tages ist was? Es passt. Nein, das sage ich jetzt lieber nicht. Seesterne haben kein Gehirn. Hast du jetzt gedacht, ich bin Seestern oder was? Von Sternzeichen das, Seestern. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ich weiß genau, worauf du hinaus wolltest. Nicht in meinem. Warum haben die kein Gehirn? Warum? Ist das in den Genen verankert, wie die sich bewegen und was sie tun oder was? Wahrscheinlich reicht da das vegetative Nervensystem aus. Oh, das vegetative Nervensystem, da hat er aber mal einen Begriff rausgehauen, der gute Till. Und das hat er mir nicht mal aufgeschrieben. Nee, natürlich nicht. Der schreibt mir nämlich da immer nur so, bäh, so einen Satz hin und mach was draus. Und ich sitze dann hier im Schweiße meines Angesichts und muss mir was aus den Fingern saugen und manchmal... Bis morgen. Cheerio, Miss Sophie.